Wenn ihr dir wirklich so gut gefällt, dann sagt ihm doch einfach. Ich meine, die machen jetzt Freitag zwar ein bisschen länger, aber jetzt kostet es gleich schon. Ja, wie denn? Ich kann doch nicht einfach... Warum denn nicht? Übrigens, du tanzt wirklich super. Andrea findet das auch. So? Sie gefällt dir, ha? Huh? Aber Vorsicht, Hände weg. Ihr Vater schießt nämlich sofort jeden nieder, der seine Tochter... Was sagst du denn da? Der ist nämlich Förster. So? Dann kennst du dich aus hier im Wald. Ja. Ich bin der Niklas. Ich bin die Andrea. Komm. War sie jedenfalls nicht. Andrea! Das ist mir schon die ganze letzte Zeit aufgefallen, dass sie immer später nach Hause kommt. Andrea! Ja, Papa! Ach, geh die Kinder wecken. Oh, Markus, kannst du mir vielleicht verraten, wo deine Schwester ist? Nee. Ich weiß nur, dass er groß und schwarz ist. Wer? Naja, wo sie halt ist. Der Sieger hat meiner Klasse erzählt. Hast du ja gesehen. Ja, Andrea kann natürlich machen, was sie will, aber wir hatten eigentlich verabredet, dass sie dann wenigstens anruft und Bescheid gibt. Ja, Papa, sowas ergibt sich auch manchmal außerhalb der üblichen Telefonzeiten. Was ergibt sich außerhalb der üblichen? Naja, dass ich heute mein Schillerreferat halten muss. Oh, Mensch, Markus, dein Referat, natürlich, komm schnell. Ja, erläutern Sie anhand von Schillers Werken die Räuber und der Verbrecher aus verlorener Ehre... Die romantischen Motive Wald und Gesetzlosigkeit. Naja, und hätte ich mir dann schon mal einen ordentlichen Frühstücksservice gewünscht. Ausnahmsweise jedenfalls. Guten Morgen. Aber um 12 muss ich unbedingt weg. Frisch verliebt, was? Mhm. Wer ist denn der Glückliche? Du wirst ihn kennenlernen. Bald. Getroffen. Trainieren Sie für den Schützenkönig. Richtig. Herr muss es werden. Herr muss es werden und Herr wäre ich auch. Können Sie nicht darauf verlassen. Ich meine, ich bin ja auch eigentlich ein richtiger Typ für Ketten. Ich meine, Bürgermeisterketten, Schützenkönigketten. Stimmt so, da habe ich recht. Was ist nun, wenn auf dem Schützenfest ein anderer den Vogel abschießt? Ach, außer vor Ihnen habe ich von niemandem Angst. Und außerdem können Sie ja mir als dem Älteren auch ein bisschen den Vortritt lassen, nicht wahr? Also, Walzinger, was ist jetzt mit dem Holz? Der Hintersass würde mir 100 Mark für den Festmeter zahlen. Ein stolzer Preis. Der hat nur einen Haken. Er hat ihn Ihnen zwar angeboten, aber zahlt hat er noch nicht. Dann, also, Sie werden schon sehen, Sie werden froh sein noch, dass ich Ihnen die Hälfte gebe. Weil es dauert nicht lange und Sie haben den Käfer drin. 100, Herr Walzinger. 80. Aber dafür müssen Sie dann ein bisschen daneben halten, ja? Keinen Zentimeter. Wo kommen wir denn dahin? Wenigstens die Schützenehre. Die sollte noch ernst genommen werden heutzutage. Der nächste, bitte.
Ja, hallo. Du bist ja netter. Bist du ganz allein? Entschuldigung, aber es ist gerade so spannend über Vulkane in der... Oho. Eine ausgewachsene Tierärztin sehen Sie aber nicht. Ausgewachsen schon, aber Tierärztin will ich erst noch werden. Was fehlt ihm denn? Sieht doch ganz gesund aus. Es ist er auch. Mein Jonas muss nur geimpft werden. Und wogegen ist er schon geimpft? Ja, Staupe, Katzenseuche, Hepatitis. Und Leptospirose, die erste SHL. Was noch? Sonst nix. Wie alt? 28. Sag jetzt nur nicht, es werde zu alt. Der Jonas. 14 Wochen. Wolltest du nicht weg? Doch. Ich muss nur noch das Labor aufräumen. Ach, das ist deine Chefin. Grüß Gott. Grüß Gott. Der Jonas muss geimpft werden. 14 Wochen. Mhm. Würde ich sagen, machen wir die Fünffachimpfung. SHLTP. Da ist die Teufel gleich mit drin. Wäre Ihnen das recht? Wäre Ihnen das recht? Fünf einzelne Impfungen wäre mir lieber, damit ich möglichst oft herkommen kann. Zu zweit geht es sich einfach sicherer. Ich habe eine Verabredung. Ach, mit dem Schlawiner, dem krummen Hund. Sie kennen den Menschen doch gar nicht. Nein, aber das ist eins der wenigen Dinge, auf die man sich bei uns Männern verlassen kann. Krumme Hund sind's fast alle. Außer Ihnen natürlich. Außer mir natürlich. Ja, bitte? Grüß Gott, Herr Rombach. Erinnern Sie sich noch an mich? Das Foto habe ich gemacht. Stockinger. Ach, ja, natürlich. Herr Franz Stockinger, ja, grüß Gott. Grüß Gott. Sie, ich habe ja neulich in einer Illustrierten eine Reportage gelesen über Elchjagd in Norwegen, glaube ich. Die war doch von Ihnen. Ja, ich war 2 Monate in Skandinavien. Die Fotos waren großartig. Aber der Inhalt, deprimierend. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Ja, wir werden unsere Erde schon noch hinmachen. Hier merkt man ja nicht viel davon. Vielleicht ist das der Grund, weshalb ich mich in Küblach niederlasse. Sie in Küblach? Ja, mir gefällt's hier. Das habe ich Ihnen damals schon gesagt. Ja, damals habe ich Ihnen das schon nicht glauben können. Ja, vorübergehend, oder? Mal schauen. Ich möchte ein kleines Fotostudio aufmachen. Meine Reisen kann ich auch von hier aus starten, oder? Na ja, sicher, sicher. Ja, jetzt aber zum Anlass meines Besuches. Ja? Herr Rombach, Sie sind Förster und ich leidenschaftlicher Jäger. Ich wollte fragen, ob ich über Sie einen Erlaubnisschein bekommen könnte. Zur Jagdbegehung in meinem Revier. Ja, Herr Stockinger, meine bisherigen Erfahrungen mit revierlosen Jägern, die sind nicht die besten. Meine bisherigen Erfahrungen mit Förstern waren verheerend. Ich finde, das ist unsere Chance. So, finden Sie. Na ja, ich kann ja mal in Passau beim Forstamt nachfragen. Komm her. Komm. Ja. Ein Prachtkerl. Meiner muss erst noch einer werden. Wir sind ja hier direkt an der Grenze. Ja. Am Roten Pfahl, da beginnt die Tschechoslowakei. Und das ist der Weg? Das ist der Weg und wir gehen jetzt dahin. Aha. Das ist unsere Hütte. Wirklich ideal. Ideal? Wieso ideal?
Ja, als Liebesnest. Eben, meine ich doch. Mein Bruder hat schon mal mit seiner Freundin ausprobiert. Es muss wunderschön gewesen sein. Ob wir nicht auch mal ein paar Tage hierher könnten? Wäre schön. Wunderschön. Ich freue mich. Ich mich auch. Dieser Weg da, ist das ein Forstweg? Da dürfen nur mein Vater und ein paar andere mit dem Auto durch. Nächstes Wochenende, ja? Vielleicht schon viel früher. So, ist diesmal echt super gelaufen mit meinem Referat. Gratuliere, Markus. Danke. Toll, ich freue mich wirklich für dich. Aber ehrlich, du, nach all den Fünfern und Sechsern früher? Ich habe sie übrigens gesehen. Wen? Andrea mit ihrem Angeber. Ist glatt an mir vorbeigelaufen vor lauter Hahnhimmeln. Zu Katja. Ciao. Was machst du denn da? Das hat irgendjemand meine Revierkarten gesehen? Mir fehlt die Siebener. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Die habe ich ja alle noch gar nicht gesehen. Schön. Er ist sehr sympathisch. Hat große braune Augen. Was denn, du kennst den auch? In diesem Hause bin scheinbar ich wieder nur der Depp. Hat sie ihn dir gezeigt? Nicht direkt. Ich vermute, er war als Patient in der Praxis. Also wie der sie angeschaut hat. Fescher Kerl. Mhm. Dir gefällt er wohl auch. Sie hat ewig nicht mehr gespielt. Der neue Freund, der muss ja was ganz Besonderes sein. Super, die Laptops. Ladenpreis 12.000 Mark das Stück. Ein 368er Rechner mit 80 Megabit Festplatte. Sag mal, wie bist denn da rangekommen? Über Wilfried. Von Last darunter für einen Tausender pro Stück. Überbringen sollen die? Das sind für unsere tschechischen Geschäftsfreunde. Was? Milan und Norko? Und die Abwicklung? Ich habe da ein Mädchen an der Hand. Über die kriege ich alles. Genaueste Revierkarten. Außerdem Zugang zu einer Hütte in unmittelbarer Nähe der Grenze. Ein idealer Übergabeort. Sag mal, was kriegst du denn dafür? Schönes Lebensgefühl. Wann wirst du das Zeug denn rüberschaffen? Da gebe ich dir noch Bescheid. Informier du inzwischen schon mal die tschechische Seite. Wie wirst du das ganze Zeug rüber schaffen? Das bringst du nämlich nicht im Rucksack. Tja, mein Lieber, darüber könntest du dir ja mal ein paar Gedanken machen. Ich finde, ich habe inzwischen schon genug investiert. Eine richtige Schlossherrin wirst du nie. Ja, ja, hilf mir lieber. Hemden und Unterhosen vor der Schlossfassade. Bitte, lieber Vinzenz, dann hänge du deine Unterhosen an einen Ort deiner Wahl. Oh. Herr Biele. Herr Walzinger. Ja, richtige Schlossleute wird sie wohl nie. Ne? Oh, Gott sei Dank, wer will denn auch sowas? Richtige Schlossleute haben mit ihrem Besitz nichts als Schulden und Sorgen. Wir haben das schlossherrschaftliche Lebensgefühl ganz umsonst. Eine Gratleidil im geschichtsträchtigen Burghof. Komm, beweg dich, hilf uns ein bisschen. Du nimmst da ab und kommst auch besser aus deinem Auto. Was heißt ich euch? Ich bin hergekommen, damit du mir hilfst. Ich dir? Ja. Womit denn? Zum Schützenkönig werden. Schützenkönig? Ja. Sie? Ja. Ein richtiger Schützenkönig. Also damit haben Sie jetzt schon den Vogel abgeschossen. Jonas, hier! Jonas! Da
hier! Da komm her! Hier! Da kommst du her! Da komm her! Da. Komm her jetzt da! So, da muss doch angeleint sein. Jetzt komm, komm! Du musst das Gewehr mehr in die Schulter hineinziehen und nicht in den Schuss hineinlegen. Ich weiß doch! Dann schieß! Mal. Ja, siehst du, ich hab zu tun. Ja, und was halten die Herren dann von einem Schluck Zielwasser mit einer guten Brotzeit? Ungeheuer viel. Na also. Das ist eine gute Idee. So. Die Frau kann doch wirklich alles. Wie hast du das wieder geschafft? Och, das ging ganz von allein. Also gern Kaliber schießen war schon immer eine Schwachstelle bei mir. Ja, wenn man mit der Armbrust schießen würde, da hätte er nichts zu lachen da herum machen. Armbrust schießen, ja, das könnte mir auch gefallen. Warum eigentlich nicht? Warum nicht Armbrust schießen? Ist ja schließlich unser 10-jähriges Jubiläum. Walzinger, ist eine gute Idee von dir. Ja, aber dann musst du das dem Schützenmeister sagen, weil wenn der Vorschlag von mir kommt, dann merken die sofort, woher der Wind weht. Er ist nämlich schwach auf der Brust, der Armbrust, der Förster. Martin, ich möchte gern was mit dir besprechen. Es ist ein bisschen heikel. Schieß los. Ja, darum geht's ja gerade, ums Schießen. Genauer gesagt, ums Schützenfest und wer der König wird. Der Beste natürlich. Na, ist ja klar, aber Walzinger will unbedingt Schützenkönig werden. Das weiß doch jeder, aber treffen muss er. Du, er ist sich mit dem Schützenmeister einig. Weil es diesmal ein Jubiläum ist, soll's mit der Armbrust sein. War das seine Idee? Ja. Unsere Ehre als Förster steht auf dem Spiel. Und als Förster hast du ja wenig Gelegenheit mit der Armbrust. Und Walzinger übt täglich. Vinzenz, ich glaube, wir haben nie darüber gesprochen. Ich war mal Jugendmeister mit der Armbrust. Oh, dann viel Erfolg, Herr Walzinger. Aber kein Wort darüber. Ein guter Schütze schießt immer gut, auch mit der Armbrust. Essen auf Rädern, Herr Rombach. Es gab einmal eine Zeit, dass du mir erst einen Kuss gegeben und dann in den Korb geschaut. Für den Korb, Frau Doktor. Vorsicht!
Grüß Gott, Frau Doktor. Grüß Gott, Herr Rombach. Was? Mein Jonas ist wieder ausgerissen. Jonas! Kennst du den auch? Wow. Das ist der Tierfotograf, der das Foto mit dem Falken von mir gemacht hat. Das ist ein guter Mann. Andreas, neue Liebe. Nein. Wieso nein? Nicht schon wieder. Warum nicht? Also das ist doch genau derselbe Typ, wie es damals ihr Geigenlehrer war. Gerade hast du noch gesagt, ein guter Mann. Aber nicht für meine Tochter. Mir gefällt er. Und da verrennt sie sich doch wieder in irgendetwas, was überhaupt keine Zukunft hat. Nicht der reichste in der Welt umeinander, wie damals dieser Geiger, und dann kriegt sie irgendwann nochmal aus Kenia ein Büffelhaar geschickt oder ein Bröse Gold aus Mexiko. Ja, das war's dann. Nein, sie braucht etwas Sicheres, nicht so ein Rumtreiber. Das weißt du doch gar nicht. Als Vater spürt man das. Schau mal, Heike, da ist Andrea mit ihrem neuen Irrtum. Naja, deshalb hatte der so eilig, weil er mit ihr verabredet war. Tja, ja, Heike. Das ist er ja gar nicht. Hallo, Papa. Das ist der Niklas. Guten Tag. Niklas? Niklas, mein neuer Freund. Das ist dein neuer Freund? Ja. Entschuldige, aber Angelika sagte, da bin ich aber erleichtert. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Freut mich auch. Ich habe schon zu Andrea gesagt, Förster müsste man sein. So? Ein toller Beruf. Vor allem heutzutage, wo alles so genormt ist. Da hat der Förster doch den Arbeitsplatz. Im Wald kann man sich noch frei fühlen. Ja, ja, das stimmt schon. Die Wege hier, exklusiv, nur für Sie zum Durchfahren. Nein, nein, das ist schon für den gesamten Forstbetrieb. Du, dein Vater fährt genau das Auto, das ich mir mal zulegen möchte. Ein Jeep mit Allrad. Hätte ich auch gern. Mein Freund und ich, wir planen eine große Nordlandreise durch die finnischen Wälder. Wie sind denn so Ihre Erfahrungen mit dem Wagen? Ach Gott, ja, der ist schon in Ordnung. Oh, Papa, meinst du nicht, der Niklas könnte mal damit fahren? Wieso das denn? Ach, damit er es ausprobieren kann. Ach, du... Bitte. Ja, also wenn du zum Dank mal wieder schön Geige spielst. Na gut. Meinen Sie das ernst? Sie sehen doch, ich werde erpresst. Ich überleg's mir. Tja. So hat sich die Autofrage auch geklärt. Auf wundersame Weise. Auf wundersame Weise. Ein Forstauto im Wald ist für unsere Zwecke genauso gut wie sonst wo ein Diplomatenschlitten. Ja, mindestens. Ja, mindestens. Also, hier ist die Grenze. Ja? Sag Milan und Mirko Bescheid. Heute Nacht an der Hütte hier. Wieso? Die hat die Abi schon hinter sich und der Markus auch bald, aber für uns sind es noch 8 Jahre. Ich mach kein Abitur. Warum nicht? Warum nicht? Noch 8 Jahre zur Schule. Nee. Peter. Ich glaube, der lebt noch. Weißt du, wir haben da gehört? Ich auch nicht.
merkt er bestimmt nicht, dass es eigentlich für Katzen ist. Rika, du könntest mir einen Gefallen tun. Das Herrchen von Jonas ist neulich erst nach Küblach gezogen. Der hat noch kein Telefon. Was soll ich ihm Bescheid sagen, dass sein Hündchen bei uns ist? Das wäre lieb von dir. Sag ihm, ich hätte Jonas mit ins Forsthaus genommen und er könnte ihn da abholen. Mach ich. Niemand zu Hause. Wie könnt ihr ihm einen Zettel schreiben? Ihr Hund ist überfahren worden. Nee, dann kriegt er einen Schreck lieber. Ihr Hund ist bei uns in Sicherheit. Gut. Aber bitte, Andrea, fahrt nicht auf Forstwegen, ja? Und macht auch das Forstschild ab. Okay. Danke. Ciao. Herrchen ist nicht zu Hause. Aber morgen früh rufen wir ihn an und dann holt er dich, hm? Gott, bin ich froh, dass du Unrecht hattest. Mit Andrea und dem Stockinger? Mhm. Bin ich aber gar nicht froh. Ich weiß nicht, ich finde dein Herrchen sehr nett. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, hm? Nein, 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 nein. Andrea scheint sehr glücklich zu sein und das ist endlich mal der Richtige für sie. Ein Vater spürt sowas. Hallo? Ich bin noch nicht fertig. Komm doch noch rauf. Sag mal, Wieler, gibt's da nicht vielleicht einen Trick? Pass auf, ich sag dir was. Ja. Zielst du genau drauf, triffst du daneben. Zielst du genau daneben, triffst du. Ja, wenn du so genau weißt, wie es geht, warum wirst du nicht selber Schützenkönig? Wenn du mir das ganze Freibier zahlst und all die Einladungen und Geschenke, Schützenkönig sein, kostet einen Haufen Geld. Ja, es kommt der Fall. Also, wenn ich so viel Geld hätte, ich's dir gebe, würde ich lieber selber Schützenkönig. Hey, hey, und was ist mit mir? Du schießt. Na ja.
Gott, hat jemand von Ihnen einen jungen Jagdhund gesehen? Na, aber fangen Sie mal in Rombach. Sind der Hund abgeschaut. Jetzt kennen wir uns schon 10 Tage und 2 Stunden. Aber draußen schlafen. Ach nein. Warum nicht? Ach. So schön, wenn man nachts wach wird. Man hat die Sterne über sich. Ja, schon. Aber du, die ganzen Ameisen und am Morgen die Fliegen und. Ach. Das ist doch ein schönes Liebesnest. Hä? Komm. Weiß ich genau. Stehen bleiben! Lassen Sie ihn doch! Sache der Polizei. Wo sind Sie denn da hineingeraten? Das ist doch das Auto vom Förster. Von meinem Vater. Was? Du bist? Der krumme Hund ist wohl wirklich ein krummer Hund. Rika und Peter haben ihren Hund gefunden. Jonas. Jemanden, der dich wieder so liebevoll auf die Beine bringt, wie du den kleinen Hund hier, was? Für einen Mistkerl so schöne Gefühle haben kann. Weißt du denn, was der gemacht hat? Weiß ich genau. Ich glaube, in den Kartons war ein Computer. Ja, die Polizei wird das schon rauskriegen. Das tschechische Auto, das ist sicherbestellt, die Ware auch. Und wo der Kerl wohnt, ja, das weißt du ja nicht. Ein gutes hat es jedenfalls. Jetzt besuchst du mich mal. Er kann aber
nicht lang bleiben. Du, ich muss noch üben fürs Schützenfest. Jetzt rüber. Jetzt rüber. Die braucht das nicht nur. So, jetzt. Mehr rechts. So. Mehr rechts. Passt schon. Passt, ja. Darf ich schon auf. Jetzt. Rechts an. Richte. Richte. Gut. Ja. Ja. Gut. Also, jetzt. Auf geht's. Auf geht's, ja. Ja, jetzt festmachen. Ist gesichert, na dann, also, jetzt komm. Scheiße. Gut, Bürgermeister, jetzt zeigst du mir, was du kannst. Zeig dir gleich, was du nicht kannst. Aha. Warte, Musch. So, jetzt bist du da. Auch eine Musch. Du, der ist ja hart auf den Fersen, Martin. Das ist doch schön, dann wird das morgen wenigstens ein bisschen spannend. War doch eine gute Idee, das Armbrustschießen. Dass es bei mir so gut klappt mit der Armbrust, das hätte ich nicht geglaubt. Ein guter Schütze schießt immer gut. Ja, ja, ja. Aber dass Sie in meinem Revier nicht einfach mit einem Gewehr rumballern dürfen, das ist Ihnen schon klar. Freilich weiß ich das. Aber wenn ich mich dran gehalten hätte, hätte die Polizei die Schmugglerbande nicht so schnell gestellt. Das sollen wir mal erst einer nachmachen. Ah. Mit dem Kleinkaliber Autoreifen platt schießen. Das soll wohl ein Link mit dem Zaunpfahl sein. Na ja, schön. Falkenau hat noch einen Platz frei für einen revierlosen Förster. Ich besorge Ihnen einen Jagderlaubnisschein. Für ein halbes Jahr. Ein Bock, eine Geiß und zwei Kitzen, reicht das? Fürs Erste schon. Schaut ganz so aus, als sollten Sie meine erste positive Förstererfahrung werden. Eigentlich täte ich ja gerne mitschießen. Aber dann werde ich Schützenkönig und ihr sauft auf meine Kosten. Na, na. Was ist, meine Herren? Keine Müdigkeit vor Schützen? Ist schon wieder. Was denn? Jetzt doch nicht. Doch, doch, die Schützenherre verträgt keinen Aufschub. Oh. So, jetzt brauche ich einen, der mir die Armbrust spannt. Du, komm her. Du, komm her. Das ist ein ganz bekannter Spanner. Die schauen wir uns an. Scheiße. Jetzt kommt der Trick. Hier. Also daneben halten. Langsam einziehen. Und. Trick. Und zwei. Wahnsinn. Der Bürgermeister. Getroffen. Das Schützenfest ist doch erst morgen, nicht wahr, Mathilde? So ist es, Egon. Aber diese Menschen demolieren den Adler. Beim ersten Schuss und gleich die Krone, müsst ihr zugeben. Das war nicht hoch. Die Kugel aus dem Lauf, heute ist doch gleich die nächste. Da kommt ja Polizei. Polizei, halten Sie mal. Halten Sie mal. Lass mich doch. Grüß Gott. Grüß Gott. Können wir Ihnen helfen? Helfen Sie lieber Ihrem Bürgermeister. Sein Küblacher Schützenfest ist in Gefahr. Audis demolieren den Adler. Aha. Vielen Dank für den Hinweis. Wir sind die Familie Gross aus Glückstadt. Ja, Andi. Damit der Herr Bürgermeister sich morgen bei uns bedanken kann. Verstehen Sie? Ich sag's ihm. Ja, nicht wahr, Mathilde? Ja. Morgen. Ja.
Es liegt eine Anzeige wegen groben Unfugs und Beschädigung von fremdem Eigentum gegen Sie vor. Bürgermeister, Herr Ferres. Grüß Gott, Herr Weitzinger. Grüß Gott. Es ist wohl ein kleines Missverständnis. Naja, die Augen der alten Leute sehen wohl nicht mehr so gut. Doch, die sehen sehr gut. Ihr müsst uns jetzt in Handschellen aufs Revier schleppen und dann höchstwahrscheinlich ins Gefängnis stecken. Der Tatbestand der Sachbeschädigung ist zweifellos erfüllt. Die Krone ist runter. Ja, von mir. Jetzt, was sagt sie jetzt? Kleiner, dummer Jungstreich, ne? Moment. Kneifen giltet nicht. Ich verlange jetzt, dass das alles zum Protokoll kommt. Vor allem mein Königsschuss, ne? Verhaftet. Was anderes! Ganz schnell! So, kommen Sie rein. Ah, Markus, wie lange brauchst du, uns eine neue Krone für den Adler zu machen? Wieso? Der hat doch schon eine. Die ist runtergefallen. Ja, das kannst du alles morgen in der Zeitung lesen. Also bis morgen Nachmittag eine wunderschöne neue Krone für unseren Adler, ja? Jonas! Ihr habt ja keine Ahnung, wie sehr ich an dem kleinen Biest häng. Hey. Wie sprichst denn du von meiner Schwester? So. Also manchmal können sich Väter ganz schön irren. Gut gefällt, dann sagt ihm doch einfach. Ich meine, die machen ihr Freitag zwar ein bisschen länger, aber ihr trotzt vielleicht schon. Ja, wie denn? Ich kann doch nicht einfach. Warum denn nicht? Übrigens, du tanzt wirklich super.
Andrea findet das auch. So? Sie gefällt dir, ha? Aber Vorsicht, Hände weg. Ihr Vater schießt nämlich sofort jeden nieder, der seine Tochter will. Was sagst du denn da? Sie ist nämlich Förster. So? Dann kennst du dich aus hier im Wald. Ja. Ich bin der Niklas. Ich bin die Andrea. Komm. Verschlafen? Ich weiß nicht. In ihrem Zimmer war sie jedenfalls nicht. Andrea! Das ist mir schon die ganze letzte Zeit aufgefallen, dass sie immer später nach Hause kommt. Andrea! Ja, Papa! Ich geh die Kinder wecken. Oh, Markus, kannst du mir vielleicht verraten, wo deine Schwester ist? Nee. Ich weiß nur, dass er groß und schwarz ist. Wer? Wo sie halt ist. Der Sieger aus meiner Klasse erzählt. Hast du ja gesehen. Ja, Andrea kann natürlich machen, was sie will, aber wir hatten eigentlich verabredet, dass sie dann wenigstens anruft und Bescheid gibt. Ja, Papa, sowas ergibt sich auch manchmal außerhalb der üblichen Telefonzeiten. Was ergibt sich außerhalb der üblichen? Naja, dass ich heute mein Schillerreferat halten muss. Oh, Mensch, Markus, der Referat natürlich, komm schnell. Ja, erläutern Sie anhand von Schillers Werken die Räuber und der Verbrecher aus... Hat irgendjemand meine Revierkarten gesehen? Mir fehlt die Siebener. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Die habe ich ja alle noch gar nicht gesehen. Schön. Er ist sehr sympathisch. Große braune Augen. Was denn, du kennst den auch? Diesem Hause bin scheinbar ich wieder nur der Depp. Hat sie ihn dir gezeigt? Nicht direkt. Ich vermute, er war als Patient in der Praxis. Also wie der sie angeschaut hat. Fescher Kerl. Mhm. Dir gefällt er wohl auch. Sie hat ewig nicht mehr gespielt. Der neue Freund, der muss ja was ganz Besonderes sein. Super, die Laptops. Ladenpreis 12.000 Mark das Stück. Ein 368er Rechner mit 80 Megabit Festplatte. Sag mal, wie bist du da rangekommen? Über Wilfried. Vom Laster runter für einen Tausender pro Stück. Übrigens sollen die? Sind für unsere tschechischen Geschäftsfreunde. Was? Milan und Norko? Und die Abwicklung? Ich habe da ein Mädchen an der Hand. Über die kriege ich alles. Genaueste Revierkarten. Außerdem Zugang zu einer Hütte in unmittelbarer Nähe der Grenze. Ein idealer Übergabeort. Sag mal, was kriegst du denn dafür? Schönes Lebensgefühl. Mann, wirst du das Zeug denn rüberschaffen? Da gebe ich dir noch Bescheid. Informier du inzwischen schon mal die tschechische Seite. Wie wirst du das ganze Zeug rüber schaffen? Das bringst du nämlich nicht in den Rucksack. Tja, mein Lieber, darüber könntest du dir ja mal ein paar Gedanken machen. Ich finde, ich habe inzwischen schon genug investiert. Eine richtige Schlossherrin wirst du nie. Ja, hilf mir lieber.
Hemden und Unterhosen vor der Schlossfassade. Bitte, lieber Vinzenz, dann hänge du deine Unterhosen an einen Ort deiner Wahl. Herr Biele. Ah, Herr Walzinger. Ja, richtige Schlossleute wird sie wohl nie. Ja? Oh, Gott sei Dank, wer will denn auch sowas? Richtige Schlossleute haben mit ihrem Besitz nichts als Schulden und Sorgen. Wir haben das schlossherrschaftliche Lebensgefühl ganz umsonst. Eine Gratleidele im geschichtsträchtigen Burghof. Komm, beweg dich, hilf uns ein bisschen. Du nimmst da ab und kommst auch besser aus deinem Auto. Was heißt ich euch? Ich bin hergekommen, damit du mir hilfst. Ich dir? Ja. Womit denn? Zum Schützenkönig werden. Schützenkönig? Ja. Sie? Ja. Ein richtiger Schützenkönig. Also damit haben Sie jetzt schon den Vogel abgeschossen. Hm. Jonas, hier. Jonas, dort bleib. Hier. Doch, komm her. Hier. Komm her jetzt da. So, da muss doch angeleint sein. Jetzt komm, komm. Du musst das Gewehr mehr in die Schulter hineinziehen und dich in den Schuss hineinlegen. Ich weiß doch. Dann schieß. Ja, bitte. Grüß Gott, Herr Rombach. Erinnern Sie sich noch an mich? Das Foto habe ich gemacht. Stockinger. Ach, ja, natürlich. Na, Franz Stockinger, ja, grüß Gott. Grüß Gott. Sieh, ich habe da neulich in einer Illustrierten eine Reportage gelesen über Elchjagd in Norwegen, glaube ich. Die war doch von Ihnen. Ja, ich war 2 Monate in Skandinavien. Die Fotos waren großartig. Aber der Inhalt deprimierend. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Ja, wir werden unsere Erde schon noch hinmachen. Hier merkt man ja nicht viel davon. Vielleicht ist das der Grund, weshalb ich mich in Küblach niederlasse. Sie in Küblach? Ja, mir gefällt's hier. Das habe ich Ihnen damals schon gesagt. Ja, damals habe ich Ihnen das schon nicht glauben können. Ja, vorübergehend, oder? Mal schauen. Ich möchte ein kleines Fotostudio aufmachen. Meine Reisen kann ich auch von hier aus starten, oder? Na ja, sicher, sicher. Ja, jetzt aber zum Anlass meines Besuches. Ja? Herr Rombach, Sie sind Förster und ich leidenschaftlicher Jäger. Ich wollte fragen, ob ich über Sie einen Erlaubnisschein bekommen könnte. Zur Jagdbegehung in meinem Revier. Ja, Herr Stockinger, meine bisherigen Erfahrungen mit revierlosen Jägern, die sind nicht die besten. Meine bisherigen Erfahrungen mit Förstern waren verheerend. Ich finde, das ist unsere Chance. So, finden Sie. Na ja, ich kann ja mal in Passau beim Forstamt nachfragen. Komm her. Komm. Komm her. Komm. Ja. Ein Prachtkerl. Meiner muss erst noch einer werden. Wir sind ja hier direkt an der Grenze. Ja. Am Roten Pfahl, da beginnt die Tschechoslowakei. Und das ist der Weg? Das ist der Weg und wir gehen jetzt dahin. Aha. Das ist unsere Hütte. Wirklich ideal. Ideal? Wieso ideal? Na, als Liebesnest. Eben, meine ich doch. Mein Bruder hat schon mal mit seiner Freundin ausprobiert. Es muss wunderschön gewesen sein. Ob wir nicht auch mal ein paar Tage hierher könnten? Wäre schön. Wunderschön. Ich freue mich. Ich mich auch. Dieser Weg da.
Ist das ein Forstweg? Da dürfen nur mein Vater und ein paar andere mit dem Auto durch. Nächstes Wochenende, ja? Vielleicht schon viel früher. Bitte? So. Ist diesmal echt super gelaufen mit meinem Referat. Gratuliere, Markus. Danke. Toll, ich freue mich wirklich für dich. Aber ehrlich, du, nach all den Fünfern und Sechsern früher. Ich habe sie übrigens gesehen. Wen? Andrea mit ihrem Angeber. Ist glatt an mir vorbeigelaufen von lauter Hahnhimmeln. Ich fahr zu Kathi, ja? Ciao. Was machst du denn da? So witzig, du probier du's mal. Ja, siehst du, ich hab zu tun. Ja, und was halten die Herren dann von einem Schluck Zielwasser mit einer guten Brotzeit? Ungeheuer viel. Na also. Das ist eine gute Idee. So. Bitte. Die Frau kann doch wirklich alles. Wie hast du denn das wieder geschafft? Och, das ging ganz von allein. Also gern Kaliber schießen war schon immer eine Schwachstelle bei mir. Ja, wenn man mit Armbrust schießen würde, da hätte er nichts zu lachen da herummachen. Armbrust schießen, ja, das könnte mir auch gefallen. Warum eigentlich nicht? Warum nicht Armbrust schießen? Ist ja schließlich unser 10-jähriges Jubiläum. Walsinger. Das ist eine gute Idee von dir. Ja, aber dann musst du das dem Schützenmeister sagen, weil wenn der Vorschlag von mir kommt, dann merken die sofort, woher der Wind weht. Er ist nämlich schwach auf der Brust, der Armbrust, der Förster. Martin, ich möchte gern was mit dir besprechen. Das ist ein bisschen heikel. Schieß los. Ja, darum geht's ja gerade, ums Schießen. Genauer gesagt, ums Schützenfest und wer der König wird. Der Beste natürlich. Das ist ja klar, aber Walsinger will unbedingt Schützenkönig werden. Das weiß doch jeder, aber treffen muss er. Du, er ist sich mit dem Schützenmeister einig. Weil es diesmal ein Jubiläum ist, soll's mit der Armbrust sein. War das seine Idee? Ja. Unsere Ehre als Förster steht auf dem Spiel. Und als Förster hast du ja wenig Gelegenheit mit der Armbrust. Und Walsinger übt täglich. Vinzenz, ich glaube, wir haben nie darüber gesprochen. Ich war mal Jugendmeister mit der Armbrust. Oh, dann viel Erfolg, Herr Walsinger. Aber kein Wort darüber. Ein guter Schütze schießt immer gut, auch mit der Armbrust. Auf Rädern, Herr Bomber. Es gab einmal eine Zeit, dass du mir erst einen Kuss gegeben und dann in den Korb geschaut. Danke für den Korb, Frau Doktor. Ah!
romantischen Motive Wald und Gesetzlosigkeit. Mhm. Naja. Und hätte ich mir dann schon mal einen ordentlichen Frühstücksservice gewünscht. Ausnahmsweise jedenfalls. Guten Morgen. Aber um 12 muss ich unbedingt weg. Frisch verliebt, was? Mhm. Wer ist denn der Glückliche? Du wirst ihn kennenlernen. Bald. Getroffen. Trainieren Sie für den Schützenkönig. Richtig. Herr muss es werden. Herr muss es werden und Herr wäre ich so. Können Sie ihn drauf verlassen. Ich meine, ich bin ja auch eigentlich ein richtiger Typ für Ketten. Ich meine, Bürgermeisterketten, Schützenkönigketten. Stimmt's oder habe ich recht? Was ist nun, wenn auf dem Schützenfest ein anderer den Vogel abschießt? Ach, außer vor Ihnen habe ich von niemandem Angst. Und außerdem können Sie ja mir als dem Älteren auch ein bisschen den Vortritt lassen, nicht wahr? Also, Walzinger, was ist jetzt mit dem Holz? Der Hintersass würde mir 100 Mark für den Festmeter zahlen. Ein stolzer Preis. Der hat nur einen Haken. Er hat ihn Ihnen zwar angeboten, aber zahlt er dann noch nicht. Na, Sie werden schon sehen, Sie werden froh sein noch, dass ich Ihnen die Hälfte gebe. Weil es dauert nicht lange und Sie haben den Käfer drin. 100, Herr Walzinger. 80. Aber dafür müssen Sie dann ein bisschen daneben halten, ja? Keinen Zentimeter. Wo kommen wir denn dahin? Wenigstens die Schützenehre. Die sollte noch ernst genommen werden heutzutage. Der nächste, bitte. Ja, hallo. Du bist ja netter. Bist du ganz allein? Entschuldigung, aber es ist gerade so spannend über Vulkane in der... Oho. Eine ausgewachsene Tierärztin sehen Sie aber nicht. Ausgewachsen schon, aber Tierärztin will ich erst noch werden. Was fehlt ihm denn? Sieht doch ganz gesund aus. Es ist er auch. Mein Jonas muss nur geimpft werden. Und wogegen ist er schon geimpft? Ja, Staupe, Katzenseuche, Hepatitis. Und Leptospirose, die erste SHL. Was noch? Sonst nix. Wie alt? 28. Sag jetzt nur nicht, das wäre zu alt. Der Jonas. 14 Wochen. Wolltest du nicht weg? Doch. Ich muss nur noch das Labor aufräumen. Ach, das ist deine Chefin. Grüß Gott. Grüß Gott. Der Jonas muss geimpft werden. 14 Wochen. Mhm. Würde ich sagen, machen wir die Fünffachimpfung. SHLTP. Da ist die Tollwut gleich mit drin. Wäre Ihnen das recht? Wäre Ihnen das recht? 5 einzelne Impfungen wäre mir lieber. Damit ich möglichst oft herkommen kann. Zu zweit geht's sich's einfach sicherer. Ich habe eine Verabredung. Ach, mit dem Schlawiner, dem krummen Hund. Sie kennen den Menschen doch gar nicht. Nein, aber das ist eins der wenigen Dinge, auf die man sich bei uns Männern verlassen kann. Krumme Hund sind's fast alle. Außer Ihnen natürlich. Außer mir natürlich. Genau ist die Revierkarten. Außerdem Zugang zu einer Hütte in unmittelbarer Nähe der Grenze. Ein idealer Übergabeort. Sag mal, was kriegst du denn dafür? Schönes Lebensgefühl. Wann wirst du das Zeug denn rüberschaffen? Da gebe ich dir noch Bescheid. Informier du inzwischen schon mal die tschechische Seite. Wie wirst du das ganze Zeug rüberschaffen? Das bringst du nämlich nicht im Rucksack. Tja, mein Lieber, darüber könntest du dir ja mal ein paar Gedanken machen. Ich finde, ich habe inzwischen schon genug investiert. Eine richtige Schlossherrin wirst du nie. Ja, ja, hilf mir lieber. Hemden und Unterhosen vor der Schlossfassade. Bitte
lieber Vinzenz, dann hänge du deine Unterhosen an einen Ort deiner Wahl. Herr Biele. Ah, Herr Walzinger. Ja, richtige Schlossleute wird sie wohl nie. Ja? Oh, Gott sei Dank, wer will denn auch sowas? Richtige Schlossleute haben mit ihrem Besitz nichts als Schulden und Sorgen. Wir haben das schlossherrschaftliche Lebensgefühl ganz umsonst. Eine Gratleidille im geschichtsträchtigen Burghof. Komm, beweg dich, hilf uns ein bisschen. Du nimmst da ab und kommst auch besser aus deinem Auto. Was heißt ich euch? Ich bin hergekommen, damit du mir hilfst. Ich dir? Ja. Womit denn? Zum Schützenkönig werden. Schützenkönig? Ja. Sie? Ja. Ein richtiger Schützenkönig. Also damit haben Sie jetzt schon den Vogel abgeschossen. Hm. Jonas, hier! Jonas! Da bleib! Hier! Da komm her! Hier! Da kommst her! Da komm her! Da. Komm her jetzt da! So, da muss doch angeleint sein. Jetzt komm, komm! Du musst das Gewehr mehr in die Schulter hineinziehen und nicht in den Schuss hineinlegen. Ich weiß doch! Dann schieß! Ja, bitte? Grüß Gott, Herr Rombach. Erinnern Sie sich noch an mich? Das Foto habe ich gemacht. Stockinger. Ach, ja, natürlich. Der Franz Stockinger, ja, grüß Gott. Grüß Gott. Sie, ich habe da neulich in einer Illustrierten eine Reportage gelesen über Elchjagd in Norwegen. Ich kann aber nicht lang bleiben, du, ich muss noch üben fürs Schützenfest. Jetzt rüber. Rüber. Die braucht das so. So jetzt. Mehr rechts. Mehr rechts. Passt, ja. Dann schon. Jetzt an, richtig. Gut. Ja. Gut. Also jetzt. Auf geht's, ja. Ja, jetzt festmachen. Ist gesichert, na dann, also, jetzt komm. Scheiße. Gut, Bürgermeister, jetzt zeigst du mir, was du kannst. Zeig dir gleich, was du nicht kannst. Aha. Warte, Musch. So, jetzt bist du da. Auch der Musch. Du, der ist ja hart auf den Fersen, Martin. Das ist doch schön, da wird das morgen wenigstens ein bisschen spannend. War doch eine gute Idee, das Armbrustschießen. Dass es bei mir so gut klappt mit der Armbrust, das hätte ich nicht geglaubt. Ein guter Schütze schießt immer gut. Ja, ja, ja. Aber dass Sie in meinem Revier nicht einfach mit einem Gewehr rumballern dürfen, das ist Ihnen schon klar. Freilich weiß ich das. Aber wenn ich mich dran gehalten hätte, hätte die Polizei die Schmugglerbande nicht so schnell gestellt. Das sollen wir mal erst einer nachmachen. Ah. Mit dem Kleinkaliber Autoreifen plattschießen. Das soll wohl ein Link mit dem Zaunpfahl sein. Na ja, schön. Falkenau. Hat noch einen Platz frei für einen revierlosen Förster. Ich besorge Ihnen einen Jagderlaubnisschein. Für ein halbes Jahr. Ein Bock, eine Geiß und zwei Kitzen. Reicht das? Fürs Erste schon. Schaut ganz so aus, als sollten Sie meine erste positive Förstererfahrung werden. Eigentlich täte ich ja gerne mitschießen.
Aber dann werde ich Schützenkönig und ihr sauft auf meine Kosten. Na, na. Was ist, meine Herren? Keine Müdigkeit, Frau Schützen? Schon wieder. Was denn? Jetzt doch nicht. Doch, doch, die Schützenherre, da trägt kein Aufschub. So, jetzt brauche ich einen, der mir die Armbrust spannt. Du, komm her. Und wir gehen jetzt dahin. Aha. Das ist unsere Hütte. Wirklich ideal. Ideal? Wieso ideal? Na, als Liebesnest. Eben, meine ich doch. Mein Bruder hat schon mal mit seiner Freundin ausprobiert. Es muss wunderschön gewesen sein. Ob wir nicht auch mal ein paar Tage hierher könnten? Wäre schön. Wunderschön. Ich freue mich. Ich mich auch. Dieser Weg da, ist das ein Forstweg? Da dürfen nur mein Vater und ein paar andere mit dem Auto durch. Nächstes Wochenende, ja? Vielleicht schon viel früher. Bitte. So, ist diesmal echt super gelaufen mit meinem Referat. Gratuliere, Markus. Danke. Toll, ich freue mich wirklich für dich. Aber ehrlich, du, nach all den Fünfern und Sechsern früher? Ich habe sie übrigens gesehen. Wen? Andrea mit ihrem Angeber. Ist glatt an mir vorbeigelaufen vor lauter Hahnhimmeln. Ich fahr zu Katja. Ciao. Was machst du denn da? Das geht nicht. So willst du es? Probier du es mal. Ja, siehst du, ich hab zu tun. Ja, und was halten die Herren dann von einem Schluck Zielwasser mit einer guten Brotzeit? Ungeheuer viel. Na also. Das ist eine gute Idee. So. Bitte. Die Frau kann doch wirklich alles. Wie hast du denn das wieder geschafft? Och, das ging ganz von allein. Also gern Kaliber schießen war schon immer eine Schwachstelle bei mir. Ja, wenn man mit Armbrust schießen würde, da hätte er nichts zu lachen da herummachen. Armbrust schießen, ja, das könnte mir auch gefallen. Warum eigentlich nicht? Also manchmal können sich Väter ganz schön irren.
Wenn dir wirklich so gut gefällt, dann sag ihm doch einfach. Ich meine, die machen ihr Freitag zwar ein bisschen länger, aber ihr trotzdem gleich Schluss. Ja, wie denn? Ich kann doch nicht einfach... Warum denn nicht? Ins Gefängnis stecken. Nicht? Der Tatbestand der Sachbeschädigung ist zweifellos erfüllt. Die Krone ist runter. Ja, von mir. Jetzt was sagt sie jetzt? Kleiner dummer Jungsleich, ne? Moment. Kneifen giltet nicht. Ich verlange jetzt, dass das alles zum Protokoll kommt. Vor allem mein Königsschuss, ne? Verhaftet. Was anderes! Ganz schnell! So, kommen Sie rein. Ah, Markus, wie lange brauchst du, uns eine neue Krone für den Adler zu machen? Wieso? Der hat doch schon eine. Die ist runtergefallen. Ja, das kannst du alles morgen in der Zeitung lesen. Also, bis morgen Nachmittag eine wunderschöne neue Krone für unseren Adler, ja? Jonas! Ihr habt ja keine Ahnung, wie sehr ich an dem kleinen Biest hänge. Hey. Wie sprichst denn du von meiner Schwester? So. Also manchmal können sich Väter ganz schön irren. Gedanken machen. Ich finde, ich habe inzwischen schon genug investiert. Eine richtige Schlossherrin wirst du nie. Ja, ja, hilf mir lieber. Hemden und Unterhosen vor der Schlossfassade. Bitte, lieber Vinzenz, dann hänge du deine Unterhosen an einen Ort deiner Wahl. Herr Biele. Ah, Herr Walzinger. Richtige Schlossleute wird sie wohl nie, ne? Oh, Gott sei Dank, wer will denn auch sowas? Richtige Schlossleute haben mit ihrem Besitz nichts als Schulden und Sorgen. Wir haben das schlossherrschaftliche Lebensgefühl ganz umsonst. Eine Gratleidin im geschichtsträchtigen Burghof. Komm, beweg dich, hilf uns ein bisschen. Du nimmst da ab und kommst auch besser aus deinem Auto. Was heißt ich euch? Ich bin hergekommen, damit du mir hilfst. Ich dir? Ja. Womit denn? Zum Schützenkönig werden. Schützenkönig? Ja. Sie? Ja. Ein richtiger Schützenkönig. Also damit haben Sie jetzt schon den Vogel abgeschossen. Jonas, hier! Jonas! Dort bleib, hier!
Hier, du kommst her. Du, komm her. Du, komm her jetzt da. So, da muss doch angeleint sein. Jetzt komm, komm. Du musst das Gewehr mehr in die Schulter hineinziehen und dich in den Schuss hineinlegen. Ich weiß doch. Dann schieß. Ja, bitte. Grüß Gott, Herr Rombach. Erinnern Sie sich noch an mich? Das Foto habe ich gemacht. Stockinger. Ach, ja, natürlich. Der Franz Stockinger, ja, grüß Gott. Grüß Gott. Sie, ich habe da neulich in einer Illustrierten eine Reportage gelesen über Elchjagd in Norwegen, glaube ich. Die war doch von Ihnen. Ja, ich war 2 Monate in Skandinavien. Die Fotos waren großartig. Aber der Inhalt deprimierend. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Ja, wir werden unsere Erde schon noch hinmachen. Hier merkt man ja nicht viel davon. Vielleicht ist das der Grund, weshalb ich mich in Küblach niederlasse. Sie in Küblach? Ja, mir gefällt's hier. Das habe ich Ihnen damals schon gesagt. Ja, damals habe ich Ihnen das schon nicht glauben können. Ja, vorübergehend, oder? Mal schauen. Gefällt, dann sagt ihm doch einfach. Ich meine, die machen jetzt freitags zwar ein bisschen länger, aber jetzt trotzdem gleich Schluss. Ja, wie denn? Ich kann doch nicht einfach. Warum denn nicht? Übrigens, du tanzt wirklich super. Andrea findet das auch. So? Sie gefällt dir, ha? Aber Vorsicht, Hände weg. Ihr Vater schießt nämlich sofort jeden nieder, der seine Tochter sucht. Was sagst du denn da? Der ist nämlich Förster. So? Dann kennst du dich aus hier im Wald. Ja. Ich bin der Niklas. Ich bin die Andrea. Komm. War sie jedenfalls nicht. Andrea! Das ist mir schon die ganze letzte Zeit aufgefallen, dass sie immer später nach Hause kommt. Andrea! Ja, Papa! Ach, geh die Kinder wecken. Oh, Markus, kannst du mir vielleicht verraten, wo deine Schwester ist? Nee. Ich weiß nur, dass er groß und schwarz ist. Wer? Unsere Erde schon noch hinmachen. Hier merkt man ja nicht viel davon. Vielleicht ist das der Grund, weshalb ich mich in Küblach niederlasse. Sie in Küblach? Ja, mir gefällt's hier. Das habe ich Ihnen damals schon gesagt. Ja, damals habe ich Ihnen das schon nicht glauben können. Ja, vorübergehend, oder? Mal schauen. Ich möchte ein kleines Fotostudio aufmachen. Meine Reisen kann ich auch von hier aus starten, oder? Naja, sicher, sicher. Ja, jetzt aber zum Anlass meines Besuches. Ja? Herr Rombach, Sie sind Förster. Und ich leidenschaftlicher Jäger. Ich wollte fragen, ob ich über Sie einen Erlaubnisschein bekommen könnte. Zur Jagdbegehung in meinem Revier.
Ja, Herr Stockinger, meine bisherigen Erfahrungen mit revierlosen Jägern, die sind nicht die besten. Meine bisherigen Erfahrungen mit Förstern waren verheerend. Ich finde, das ist unsere Chance. So, finden Sie. Na ja, ich kann ja mal in Passau beim Forstamt nachfragen. Komm her. Komm. Komm her. Komm. Ja. Ein Prachtkerl. Meiner muss erst noch einer werden. Wir sind ja hier direkt an der Grenze. Ja, am Roten Pfahl da beginnt die Tschechoslowakei. Und das ist der Weg? Das ist der Weg und wir gehen jetzt dahin. Aha. Das ist unsere Hütte. Wirklich ideal. Ideal? Wieso ideal? Na, als Liebesnest. Eben, meine ich doch. Mein Bruder hat schon mal mit seiner Freundin ausprobiert. Es muss wunderschön gewesen sein. Ob wir nicht auch mal ein paar Tage hierher könnten? Wäre schön. Wunderschön. Ich freue mich. Ich mich auch. Dieser Weg da, ist das ein Forstweg? Da dürfen nur mein Vater und ein paar andere mit dem Auto durch. Nächstes Wochenende, ja? Vielleicht schon viel früher. So, ist diesmal echt super gelaufen mit meinem Referat. Gratuliere, Markus. Danke. Toll, ich freue mich wirklich für dich. Du, sag mal, Biele, gibt's da nicht vielleicht einen Trick? Pass auf, ich sag dir was. Zielst du genau drauf, triffst du daneben. Zielst du genau daneben, triffst du. Ja, wenn du so genau weißt, wie es geht, warum wirst du nicht selber Schützenkönig? Wenn du mir das ganze Freibier zahlst und all die Einladungen und Geschenke, Schützenkönig sein, kostet einen Haufen Geld. Ja, jetzt kommt der Fall. Also, wenn ich so viel Geld hätte, wie ich es dir gebe, würde ich lieber selber Schützenkönig. Hey, und was ist mit mir? Du schießt. Hat jemand von Ihnen einen jungen Jagdhund gesehen? Na, aber fangen Sie mal in Rombach. Sind der Hund abgeschaut. Jetzt kennen wir uns schon 10 Tage und 2 Stunden. Wenn man nachts wach wird, hat die Sterne über sich. Ja, schon, aber du, die ganzen Ameisen und am Morgen die Fliegen und. Ach. Das ist doch ein schönes Liebesnest, hä? Komm.
ehrlich, du, nach all den Fünfern und Sechsern früher. Ich habe sie übrigens gesehen. Wen? Andrea mit ihrem Angeber. Ist glatt an mir vorbeigelaufen von lauter Hahnhimmeln. Ich fahre zu Katja. Ne? Ciao. Was machst du denn da? Hat irgendjemand meine Revierkarten gesehen? Mir fehlt die Siebener. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Die habe ich ja alle noch gar nicht gesehen. Schön. Er ist sehr sympathisch. Hat große braune Augen. Was denn, du kennst den auch? Diesem Hause bin scheinbar ich wieder nur der Depp. Hat sie ihn dir gezeigt? Nicht direkt. Ich vermute, er war als Patient in der Praxis. Also wie der sie angeschaut hat. Fescher Kerl. Dir gefällt er wohl auch. Sie hat ewig nicht mehr gespielt. Der neue Freund, der muss ja was ganz Besonderes sein. Super, die Laptops. Ladenpreis 12.000 Mark das Stück. Ein 368er Rechner mit 80 Megabit Festplatte. Sag mal, wie bist du da rangekommen? Über Wilfried. Vom Laster runter für einen Tausender pro Stück. Wohin sollen die? Das sind für unsere tschechischen Geschäftsfreunde. Was? Milan und Mirko? Und die Abwicklung? Ich hab da ein Mädchen an der Hand. Über die kriege ich alles. Genaueste Revierkarten. Außerdem Zugang zu einer Hütte in unmittelbarer Nähe der Grenze. Ein idealer Übergabeort. Sag mal, was kriegst du denn dafür? Schönes Lebensgefühl. Wann wirst du das Zeug denn rüberschaffen? Da gebe ich dir noch Bescheid. Informier du inzwischen schon mal die tschechische Seite. Wie wirst du das ganze Zeug rüberschaffen? Das bringst du nämlich nicht im Rucksack. Tja, mein Lieber, darüber könntest du dir ja mal ein paar Gedanken machen. Ich finde, ich habe inzwischen schon genug investiert. Eine richtige Schlossherrin wirst du nie. Ja, ja, hilf mir lieber. Hemden und Unterhosen vor der Schlossfassade. Bitte, lieber Vinzenz, dann hänge du deine Unterhosen an einen Ort deiner Wahl. Vorsicht! Grüß Gott, Frau Doktor! Grüß Gott, Herr Rombach! Was? Mein Jonas ist wieder ausgerissen! Jonas! Kennst du den auch? Das ist der Tierfotograf, der das Foto mit dem Falken von mir gemacht hat. Das ist ein guter Mann. Andreas, neue Liebe. Nein. Wieso nein? Nicht schon wieder. Warum nicht? Das ist doch genau derselbe Typ, wie es damals ihr Geigenlehrer war. Gerade hast du noch gesagt, ein guter Mann. Aber nicht für meine Tochter. Mir gefällt er. Und da verrennt sie sich doch wieder in irgendetwas, was überhaupt keine Zukunft hat. Nicht, der reist in der Welt umeinander wie damals dieser Geiger und dann kriegt sie irgendwann einmal aus Kenia Büffelhaar geschickt oder ein Brösel Gold aus Mexiko. Ja, das war's dann. Nein, sie braucht etwas Sicheres, nicht so ein Rumtreiber. Das weißt du doch gar nicht. Als Vater spürt man das. Schau mal, Hacker, da ist Andrea mit ihrem neuen Irrtum. Naja, deshalb hatte der so eilig, weil er mit ihr verabredet war. Tja, ja, Hacker.
ist er ja gar nicht. Hallo, Papa. Das ist der Niklas. Guten Tag. Niklas? Niklas, mein neuer Freund. Das ist dein neuer Freund? Ja. Entschuldige, aber Angelika sagte... Da bin ich aber erleichtert. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Freut mich auch. Ich habe schon zu Andrea gesagt, Förster müsste man sein. So? Ein toller Beruf. Vor allem heutzutage, wo alles so genormt ist. Da hat der Förster doch den Arbeitsplatz. Im Wald kann man sich noch frei fühlen. Ja, ja, das stimmt schon. Die Wege hier, exklusiv nur für Sie zum Durchfahren. Nein, nein, das ist schon für den gesamten Forstbetrieb. Du, dein Vater fährt genau das Auto, das ich mir mal zulegen möchte. Ein Jeep mit Allrad. Hätte ich auch gern. Mein Freund und ich... Herr Biele. Ah, Herr Walzinger. Ja, richtige Schlossleute wird sie wohl nie. Ja? Oh, Gott sei Dank, wer will denn auch sowas? Richtige Schlossleute haben mit ihrem Besitz nichts als Schulden und Sorgen. Wir haben das schlossherrschaftliche Lebensgefühl ganz umsonst. Eine Gratleidille im geschichtsträchtigen Burghof. Komm, beweg dich, hilf uns ein bisschen. Du nimmst da ab und kommst auch besser aus deinem Auto. Was heißt ich euch? Ich bin hergekommen, damit du mir hilfst. Ich dir? Ja. Womit denn? Zum Schützenkönig werden. Schützenkönig? Ja. Sie? Ja. Ein richtiger Schützenkönig. Also damit haben Sie jetzt schon den Vogel abgeschossen. Hm. Jonas, hier! Jonas! Dort bleib! Hier! Da komm her! Hier! Kommst her! Da, komm her! Da. Komm her jetzt da! So, da muss doch Anglein sein. Jetzt komm, komm! Du musst das Gewehr mehr in die Schulter hineinziehen und nicht in den Schuss hineinlegen. Ich weiß doch! Dann schieß! Mal. Ja, siehst du, ich hab zu tun. Ja, und was halten die Herren dann von einem Schluck Zielwasser und einer guten Brotzeit? Ungeheuer viel. Na also. Das ist eine gute Idee. So. Bitte. Die Frau kann doch wirklich alles. Wie hast du denn das wieder geschafft? Och, das ging ganz von allein. Also gern Kaliber schießen war schon immer eine Schwachstelle bei mir. Ja, wenn man mit Armbrust schießen würde, da hätte er nichts zu lachen da herummachen. Armbrust schießen, ja, das könnte mir auch gefallen. Warum eigentlich nicht? Warum nicht Armbrust schießen? Ist ja schließlich unser 10-jähriges Jubiläum. Die Frau kann doch wirklich alles. Wie hast du denn das wieder geschafft? Och, das ging ganz von allein. Also gern Kaliber schießen war schon immer eine Schwachstelle bei mir. Ja, wenn man mit Armbrust schießen würde, da hätte er nichts zu lachen da herummachen. Armbrust schießen, ja, das könnte mir auch gefallen. Warum eigentlich nicht? Warum nicht Armbrust schießen? Ist ja schließlich unser 10-jähriges Jubiläum. Walzinger, ist eine gute Idee von dir. Ja, aber dann musst du das dem Schützenmeister sagen, weil wenn der Vorschlag von mir kommt, dann merken die sofort, woher der Wind weht. Er ist nämlich schwach auf der Brust, der Armbrust, der Förster. Musik.
Martin. Ich möchte gern was mit dir besprechen. Das ist ein bisschen heikel. Schieß los. Ja, darum geht's ja gerade, ums Schießen. Genauer gesagt, ums Schützenfest und wer der König wird. Der Beste natürlich. Das ist ja klar, aber Walzinger will unbedingt Schützenkönig werden. Das weiß doch jeder, aber treffen muss er. Du, er ist sich mit dem Schützenmeister einig. Weil es diesmal ein Jubiläum ist, soll's mit der Armbrust sein. War das seine Idee? Ja. Unsere Ehre als Förster steht auf dem Spiel. Und als Förster hast du ja wenig Gelegenheit mit der Armbrust. Und Walzinger übt täglich. Vinzenz, ich glaube, wir haben nie darüber gesprochen. Ich war mal Jugendmeister mit der Armbrust. Oh, dann viel Erfolg, Herr Walzinger. Aber kein Wort darüber. Ein guter Schütze schießt immer gut, auch mit der Armbrust. Essen auf Rädern, Herr Rombach. Es gab einmal eine Zeit, dass du mir erst einen Kuss gegeben und dann in den Korb geschaut. Danke für den Korb, Frau Doktor. Ideal? Wieso ideal? Na, als Liebesnest. Eben, meine ich doch. Mein Bruder hat schon mal mit seiner Freundin ausprobiert. Es muss wunderschön gewesen sein. Ob wir nicht auch mal ein paar Tage hierher könnten? Wäre schön. Wunderschön. Ich freue mich. Ich mich auch. Dieser Weg da, ist das ein Forstweg? Da dürfen nur mein Vater und ein paar andere mit dem Auto durch. Nächstes Wochenende, ja? Vielleicht schon viel früher. Ja, Schatz. Bitte? So. Ist diesmal echt super gelaufen mit meinem Referat. Gratuliere, Markus. Danke. Toll, ich freue mich wirklich für dich. Aber ehrlich, du, nach all den Fünfern und Sechsern früher... Ich habe sie übrigens gesehen. Wen? Andrea mit ihrem Angeber. Ist glatt an mir vorbeigelaufen von lauter Hahnhimmeln. Ich fahre zu Katja. Ciao. Was machst du denn da? Das geht so, Vinzenz, du probier du's mal. Ja, siehst du, ich hab zu tun. Ja, und was halten die Herren dann von einem Schluck Zielwasser mit einer guten Brotzeit? Ungeheuer viel. Na also. Das ist eine gute Idee. So. Die Frau kann doch wirklich alles. Wie hast du das wieder geschafft? Och, das ging ganz von allein. Also gern Kaliber schießen war schon immer eine Schwachstelle bei mir. Ja, wenn man mit der Armbrust schießen würde, da hätte er nichts zu lachen da herummachen. Armbrust schießen, ja, das könnte mir auch gefallen. Warum eigentlich nicht? Warum nicht Armbrust schießen? Ist ja schließlich unser 10-jähriges Jubiläum. Walzinger... Das ist eine gute Idee von dir. Ja, aber dann musst du das dem Schützenmeister sagen, weil wenn der Vorschlag von mir kommt, dann merken die sofort, woher der Wind weht. Er ist nämlich schwach auf der Brust, der Armbrust, der Förster. Du musst das Gewehr mehr in die Schulter hineinziehen und nicht in den Schuss hineinlegen. Ich weiß doch. Dann schieß. Ja, bitte. Grüß Gott, Herr Rombach. Erinnern Sie sich noch an mich?
Das Foto habe ich gemacht. Stockinger. Ach, ja, natürlich. Na, Franz Stockinger, ja, grüß Gott. Grüß Gott. Sieh, ich habe da neulich in einer Illustrierten eine Reportage gelesen über Elchjagd in Norwegen, glaube ich. Die war doch von Ihnen. Ja, ich war 2 Monate in Skandinavien. Die Fotos waren großartig. Aber der Inhalt, deprimierend. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Ja, wir werden unsere Erde schon noch hinmachen. Hier merkt man ja nicht viel davon. Vielleicht ist das der Grund, weshalb ich mich in Küblach niederlasse. Sie in Küblach? Ja, mir gefällt's hier. Das habe ich Ihnen damals schon gesagt. Ja, damals habe ich Ihnen das schon nicht glauben können. Ja, vorübergehend, oder? Mal schauen. Ich möchte ein kleines Fotostudio aufmachen. Meine Reisen kann ich auch von hier aus starten, oder? Na ja, sicher, sicher. Ja, jetzt aber zum Anlass meines Besuches. Ja? Herr Rombach, Sie sind Förster. Und ich leidenschaftlicher Jäger. Ich wollte fragen, ob ich über Sie einen Erlaubnisschein bekommen könnte. Zur Jagdbegehung in meinem Revier. Ja, Herr Stockinger, meine bisherigen Erfahrungen mit revierlosen Jägern, die sind nicht die besten. Meine bisherigen Erfahrungen mit Förstern waren verheerend. Ich finde, das ist unsere Chance. So, finden Sie. Na ja, ich kann ja mal in Passau beim Forstamt nachfragen. Komm her. Komm. Komm her. Komm. Ja. Ein Prachtkerl. Meiner muss erst noch einer werden. Wir sind ja hier direkt an der Grenze. Ja, am Roten Pfahl da beginnt die Tschechoslowakei. Und das ist der Weg? Das ist der Weg und wir gehen jetzt dahin. Aha. Das ist unsere Hütte. Wirklich ideal. Ideal? Wieso ideal? Na, als Liebesnest. Eben, mein